ein schnurriges Willkommen und Togi Din bei Panty spielt Albion. Wir stehen jetzt hier vor der Hütte des Königs und können ihm das Stärkungsamulett geben. So, dann gehen wir mal hier rein. Togi Din, die Späße machen den Reisenden wieder. okay, wir können hier nicht direkt sagen, wir haben das Ding, also nehmen wir einfach mal, was sagt ihr zu dem Gegenstand und zeigen ihm das. Wie erfreulich, ihr habt das Amulett bekommen. Auch ich werde Wort halten und euch eine Erlaubnis ausschreiben. Seht ihr, ein gutes Geschäft habt ihr gemacht für diesen kleinen Botengang. Zack. Das war's wahrscheinlich schon, oder? Ja, genau. So. Dann können wir ja jetzt direkt, dass ich hier mal an, das Schiff steht wieder genau da, was vorher war. Ja, da ist es auch wieder. Conveniently kommt er genau dann an. Das Wasser ist sehr tief und die Strömung scheint stark zu sein. Okay. Dann eins von diesen beiden Hütchen hier ist das von dem Schiffer, von dem Fischer, so. Und da das der Mann war, nehme ich mal ihn. Ah ja, Garris, genau, das war er. Togi Din, Fremde, was kann ein einfacher Seefahrer für euch tun? Togi Din, Garris, wir suchen eine Passage nach Maini, dem Land im Osten. Aber natürlich, der Preis für eine Überfahrt beträgt 200 Goldstücke. Allerdings benötigt jeder Reisende eine Genehmigung von Thanos, unserem König, den wir jetzt haben. Sprecht ihn auf eure Schiffsreise an. Ihr findet ihn in seinem Haus in der Mitte des Dorfes. Wir haben das Gold noch nicht, aber wir kommen später nochmal. Viel Glück beim Verdienen des Goldes. Okay, wie viel Gold haben wir denn? 4, 8, 12, 16 und 123. Naja, das ist ziemlich nah dran. Theoretisch gesehen, wenn wir so einen Edelstein verkaufen könnten, würden wir es schon haben. So, hier war kein Händler. Hier unten war der Provianthändler. Hätte ich da nicht den ganzen Proviant gekauft, hätten wir jetzt natürlich das Geld. Ich gehe mal zurück zu dem anderen Dorf mit dem Händler. Vielleicht verkaufe ich auch einfach eins, zwei von den Heiltränken nochmal, auch wenn wir am Ende Verlust gemacht haben. Oder der Waffenhändler nimmt noch einen Edelstein. Aber ich glaube, der hat auch keinen Platz mehr. Und dann können wir die Edelsteine halt einfach auf der Insel im Osten verkaufen. Das Blöde ist, wenn wir jetzt... Was ist das eigentlich? Gemüse! Okay. Lecker. Das Blöde ist, dass wir halt jetzt Meltas nichts mehr beibringen können. Ich habe jetzt aber keine Lust, nochmal zu grinden. Ich gehe erstmal zu dem Waffenhändler gucken, ob der einen Slot frei hat. So, dass wir die Heiltränke behalten können. So. Hat er nicht. Gut. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt nicht geguckt, was unten rechts stand, wie viel Geld wir haben. Aber das sehen wir jetzt eh gleich wieder, wenn ich jetzt zum Verkaufen gehe. So, ansprechen. 140, also 60 Gold bräuchten wir noch. Ich rede nochmal mit dem König. Bin einfach neugierig, vielleicht hat er doch noch eine Quest für uns. Weil wie gesagt, hier von dem Dorf aus ist südlich ein riesen Bergmassiv und da kamen wir nie hin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist noch was. Ich meine, ja, ich habe die Karte gesehen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob da ein Dorf war, weil ich habe da gar nicht drauf geachtet. Aber ich weiß, da ist ein... Nee, das haben wir schon. Schade. Okay, die Erlaubnis. Interessiert ihn nicht. Schade. Okay. So, sagt mir übrigens mal in den Kommentaren, was ihr von der Tonqualität heute haltet. Ich habe das Mikro diesmal ein Stückchen höher gestellt, dass es direkt vor meinem Mund ist. So, sondern ich wollte nicht nach Ayano, ich wollte tatsächlich verkaufen. 60 Gold fehlen uns. Das sind natürlich mehr als 6 Heiltränke. Weil wir natürlich weniger Geld zurückkriegen, als wir... Guck mal, daher sind dann wahrscheinlich so 7... Moment, ich verkaufe erstmal... okay, da sind schon 99. Ich habe ihm gedacht, ich verkaufe erstmal die schlechten Heiltränke.
Ich gucke einfach nochmal eben durch, ob da irgendwas anderes ist. Ganzen Diamanten, die ganzen Edelsteine können wir dann verkaufen, wenn wir drüben sind. Antidotgift. Ich will jetzt tatsächlich nicht das Antidotgift komplett los. Ja, gut, okay, wir haben aber noch. Weil falls Sira eben nicht kämpfen kann. Ja, das ist schon mal besser. Das sind 9 und das ist kein. Nein, 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 nein. Euch verkaufe ich nicht. So, da haben wir schon mal 100, knapp 160. Das ist eine Verrücktheit und Verrücktheit müssten wir auch. Auch noch ein paar. Wahrscheinlich nicht genug, aber. So, 173. Dann geht's jetzt wohl ans Heiltrankvorräter. Für ihn ist das Gold schon zu viel Gewicht, aber das ist nicht schlimm. So, also wir brauchen noch knapp 30. 4 Stück. Genau, so, sehr schön. So, meine Hoffnung ist, dass wir heilen. Rainer trägt so viel, kein Problem. Wir nehmen das ganze Gold ab. So, dann einmal nochmal zurück. Ich bin jetzt nochmal neugierig. Guck eben nochmal, auch wenn es schon dunkel wird. Was hier. Trampeln wir das Gemüse, was hier denn ist. Weil hier ist schließlich eine Brücke. Ich war mir sicher auf der Karte, da ist nichts. Interessanter Baum. Okay, ein kleines Bergchen. Okay, Gegner. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns wieder zurück, nachdem wir die besiegt haben. Dann einfach eben schnell die Frostlawine. Und wir müssen ihm noch seine Kampfposition zuweisen. Ich hatte übrigens gestern doch nochmal nachgeguckt nach den Monstern. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor der letzten Aufnahme gemacht habe oder nach der letzten Aufnahme. Und habe zum einen gesehen, dass Tier auch ein Dämon ist. Stand auch explizit dabei, wird von den Exorzismen beeinflusst. Ich glaube, wir haben nur Furcht exorziert. Aber ich habe auch gesehen, dass der Verpilzungszauber 120 Schadenspunkte macht. Also für die Tiers tatsächlich auch sehr gut gewesen wäre. Momentan aber eigentlich. Wir müssen links rum. Momentan aber eigentlich sinnvoller herzugehen und Meltas seine Exorzismen üben zu lassen. So. Dann gehen wir hier den Weg entlang, auch wenn es jetzt dunkel wird. Das ist nicht allzu schlimm. Dann. Gehen wir her und fahren übers Meer und da hoffe ich, dass wir dabei automatisch rasten. Die größere Hoffnung ist sogar, dass wir dabei rasten und kein Essen verbrauchen. Das wäre sehr praktisch. Dass quasi in den 200 Gold die Verpflegung mit drin ist. So. Das war dann hier die oberste Hütte. Noch können wir sie ja sehen. So. Okay, jetzt ist er weg. Kommt hier durch diese Lücke nicht durch? Nein, tatsächlich kommt man da nicht durch. Ist er wieder unterwegs? Ja, ist aufs Meer hinausgegangen. Also der ist nur zu bestimmten Uhrzeiten da. Ah, ich dachte, das wäre tatsächlich Event getriggert. Okay, da, das Schiff ist aber da. Muss das nicht sein? Jetzt ist er wieder da. Aha, okay. Interessant. So. Wir haben das Gold und die Erlaubnis bereits. Die Reise kann beginnen. Sehr gut. Lass uns sofort aufbrechen. Und da fährt das Schiff wieder los. Tom und die Gefährten besteigen das Schiff und wenig später beginnt auch schon die Reise nach Beloveno, der großen Hafenstadt. Das war ein vergleichsweise kurzer Abschnitt. Wieder wird die Zeit der Überfahrt dazu genutzt, von Trier die Sprache der Menschen von Maini, der nächsten Landmasse, zu lernen. So vergeht die Zeit wie im Flug, bis schließlich Maini am Horizont auftaucht.
Bald bietet sich ein großartiger Ausblick auf das neue Land und auf Bilovino, die Hafenstadt. Ich stelle mir gerade vor, so ein schöner Hafen in Kroatien, als wir auf dem Segeltörn waren. Schauen wir mal, wir kriegen ein Bild. Ja, das sieht doch tatsächlich ähnlich aus. Diese weißen Gebäude, einfach nur herrlich. Garris manövriert das Schiff geschickt in den Hafen und verabschiedet sich von seinen Passagieren. Das wäre also geschafft. Lasst uns einen Blick auf die Stadt werfen. Bilovino, Freunde. Da wären wir also. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst einmal die Stadt anschauen. Vielleicht erfahren wir ja etwas über die Toronto. Irgendwie müssen wir eben versuchen, weiterzukommen. Aber in einer großen Stadt hat man ja viele Möglichkeiten. Natürlich schöne Straßenlaternen und das Meer, das so laut rauscht, dass es der Poller, wo die Schiffe festmachen, das so laut rauscht, dass ich A, die Musik vom Spiel nicht mehr höre, die auch sehr schön ist, und B, ich habe die Lautstärke von meinen Kopfhörern etwas zu hoch eingestellt. Was haben wir denn hier? Ist auch irgendein Posten oder so. Oh, eine Person. Sky Mardin. Wenn ihr Leute kennenlernen möchtet, macht doch einmal einen Besuch in der Kneipe. Dort ist auch gleich eine Herberge mit drin, in der man ein Zimmer mieten und übernachten kann. Leider, das ist auch ganz hilfreich, weil leider haben wir nicht regeneriert. Oh, da steht jemand. Ich stehe manchmal stundenlang am Hafen und lausche den Wellenrauschen. Die Naturgewalten beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Ist es nicht herrlich, die frische, salzige Luft einzuatmen und die Gischt auf dem Gesicht zu spüren? Und die Musik dabei ist auch noch herrlich. Schiffe. Interessant ist, dass hier hinten überall Berge sind, aber das ist halt auch einfach, das ist eine Textur, die sich immer wiederholt. Jetzt hätte ich gerne gesagt, die sich immer repeatet. Man, hier ist eine schöne Sitzecke, wenn man hier noch Fässer stehen, Bäumchen, ich kann nicht angucken. Oh, ein etwas beleibterer Herr. Bitte trampelt nicht auf unseren Getreidefeldern herum, wenn ihr hier die Umgebung erkundet. Ein Viertel der letzten Ernte wurde zerstört, weil manche Leute nichts Besseres zu tun hatten, als über unsere Felder abzukürzen. Ja, kann ich verstehen. Das ist wirklich ärgerlich. Also, sollte man wirklich nicht machen. Also, die Bauern brauchen das Feld und wir brauchen auch da, also wir Menschen brauchen das Essen. Oh, das sieht aber aus wie ein Gebäude in Irina. Ist das ein Iskai-Gebäude? Ich erkunde jetzt hier einfach mal. Das ist die Stadt. Das ist eine schöne, schöne Bauweise. Das ist ein Hoch. Ja, zweistöckig. Schön. Schick. Das ist auch wieder eher hier Iskai-mäßig. Das Gefühl, ich könnte hier auch noch Iskai treffen. Ja, man hört Leute arbeiten. Das ist ein muskulöser Mensch. Sky Mardin, sucht ihr was Bestimmtes? Mit geschickten Umschreibungen versuchen Tom und seine Gefährten nachzufragen, ob der Dorfbewohner irgendetwas weiß, was mit der Toronto-Landung zusammenhängt. Aber es sieht schlecht aus. Zimos hat nichts derartiges beobachtet und er weiß auch nichts über Gerüchte oder Meldungen, die auf ein solches Ereignis schließen lassen. Wenn er die Wahrheit sagt, dann ist der Toronto-Landeplatz doch noch ein ganzes Stück weg. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie die Reise weitergeht. Vielleicht findet man ja eine neue, effektive Transportmöglichkeit, wenn man einige Leute besser kennenlernt. Also lohnt es sich bestimmt, Bilovino und die nähere Umgebung gründlich zu erforschen. Das tut es sowieso. Hahn kräht. Was ist hier? Was ist das hier für ein Tor? Wenn ihr neu in der Stadt seid, solltet ihr euch erst im Rathaus anmelden. Ja, wo ist das? Ist das das Rathaus? Ich kann nicht weiterlaufen, dann sagt er das sofort wieder. Ist das hier das Rathaus? Nein, das ist nichts. Anschau. Eine Türe. Ist verschlossen, okay. Sollten uns da eher... Ich laufe jetzt erstmal außen rum. Einfach die. Wir kriegen ja dann die Stadt schön auf unsere Karte gezeichnet. So, und eins mache ich, während ich hier außen rumlaufe. Ich drehe mal die. Oh, was ist das denn hier an der Säule? Ich drehe mal die Lautstärke kurz ein Stück runter. So, die zwei Punkte. Zweimal drücken vom Lautstärkeknopf reicht schon, dass es mir nicht mehr so in die Ohren dröhnt. Okay, und hier kommen wir jetzt wahrscheinlich wieder zum Hafen rüber, ne? Ja, genau. Schön. Das hier wird wohl der Marktplatz sein. Hier werden die angelieferten Waren kontrolliert.
Ja, quasi Marktplatz. Vielleicht ist das hier das Rathaus. Eine Tür. Nein. Ist halt so prominent, ne? Wir kommen hier an und dann ist hier direkt ein Haus. So, gucken wir mal auf die Übersichtskarte. Hier haben wir jetzt... Ja, das war der Ausgang. Ja, dann gehen wir mal hier so entlang und gucken, ob wir da quasi nach innen kommen. Ah, hier haben wir doch... Aha. Aha. Rathaus von Beloveno, perfekt. Skymardin, wenn ihr mit friedlichen Absichten kommt, dürft ihr das Rathaus gerne betreten. Hey, wir wollen uns anmelden. Ich glaube, das ist friedlich. Möwen. Ach, das ist schön. Das ist ein schöner Sommerurlaub am Strand. So, natürlich kommen wir mit friedlichen Absichten. Wir wollen friedlich den Inhalt eurer Truhen mitnehmen. Da wir Abenteurer sind, dürfen wir das doch, oder? Hoffentlich findet ihr euch hier zurecht. Das Rathaus ist ein sehr großes Gebäude. Man kann sich leicht in den vielen Gängen, Sälen und Besprechungszimmern verlaufen. Merkt euch einfach, dass der Ausgang und die Empfangshalle im Norden liegen. Im Mittelbau findet ihr Besprechungszimmer und Korridore, die zu den Vesperstuben führen. Im Südbau befindet sich die große Aula und dahinter das Besprechungszimmer des Rates. Ich meine natürlich den Rat der Gerechten. Ich helfe euch gerne später noch einmal weiter und erkläre euch das Ganze nochmal, wenn ihr möchtet. Sehr nett. So, hier ist noch eine Person. Findet ihr nicht, dass etwas angemessene Kleidung vorteilhaft wäre, wenn ihr den Rat der Gerechten besucht? Das hier sind heilige Hallen und wir haben es gern, wenn Fremde unsere Bräuche respektieren. Da ist eine Robbe auch gewesen, die im Hintergrund, die sagt, und. So. Skymardin. Ich finde es schön, dass man sich nach den anstrengenden Besprechungen hier etwas entspannen kann. Das werdet ihr nicht überall finden. Das wird wohl eine dieser Vesperstuben sein. Vesperteller. So, dann gucken wir mal hier auf der linken Seite. Okay, das ist wohl eigentlich das Klo. Ja, das stille Örtchen. Mit einem Badezuber. Und hier ist die Vorratskammer, würde ich sagen. Eine Vorratskammer. Steht leider nicht da, welches Getränk da in dem Fass drin ist. Ich nehme ja an, ein schöner Apfelwein, da ich aus der Gegend von Frankfurt komme. Noch muss das Getränk natürlich Apfelwein sein. So, so ein schöner Sauergespritzter. Okay, das hier ist die große Aula, nehme ich an. Ganz vielen Sitzplätzen. Wohl für fast die ganze Stadt. Ah, hier ist unser... Ah nein, das ist Gard, das ist nicht Garin. Willkommen in Beloveno. Ich bin Gard, Mitglied im Rat der Gerechten. Taking the Hobbits twice and Gard. Nun, dann quetschen wir ihn mal aus. Wo waren Sie gestern um? Nein, was wissen Sie denn über den Rat? Ich bin eins der drei Ratsmitglieder. Mein Kollege heißt Rico und dann gibt es noch Perron. Rico ist etwas wortkarg, aber ein lieber Kerl. Außerdem sollte ich vielleicht erwähnen, dass Perron ziemlich sensibel ist und alle möglichen Gespenster sieht. Lasst euch von ihm nicht verunsichern. Schließlich ist er noch Herras, der Ratsvorsitzende. Ihr könnt ja mal alle besuchen. Ich hoffe, ihr genießt den Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Wir werden versuchen, es euch so angenehm wie möglich zu machen. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Ich bin immer für euch da. Ist irgendwie... Hat man unser Kommen angekündigt oder so? Dass die so... alles... Wir haben Fremde in der Stadt. Alles müssen wir sofort für sie tun. Sehr gastfreundlich sind die Leute hier zumindest. Das muss ich sagen. Okay, über sich selbst kann er nicht viel sagen. Was weißt, kannst du mir über Perron sagen? Rico und Perron sind die anderen beiden Ratsmitglieder. Das ist auch nicht wirklich erzählenswert. Und damit haben wir jetzt alles weiß gemacht. Dankeschön. So, wer ist das? Also, Gard sieht aus wie Garon oder Giron, unser Schiffsmensch. Das ist Rico. Skymardin, habt ihr ein dringendes Anliegen? Naja, was wisst ihr über Anliegen? Bitte fragt mich nicht, ich bin zu beschäftigt. Na gut. Also haben wir kein dringendes Anliegen. Ja. Links gucken. Diese schöne Aula. Doch, ist schön gemacht, das Rathaus. So.
Nehmen wir mal hier, das ist bestimmt jetzt der dritte, mit H, mit P, Peron. Willkommen im Rathaus von Beloveno. Wie gefällt euch unser Gebäude? Wir sind ziemlich stolz drauf, denn es ist das prächtigste Gebäude in der Stadt. Jedenfalls freue ich mich, euch kennenzulernen. Ich bin übrigens Peron. Seit 5 Jahren bin ich Mitglied im Rat der Gerechten. Es ist wirklich keine einfache Aufgabe, ein gutes Ratmitglied zu sein. So, was könnt ihr mir denn über die Stadt erzählen? Ich hoffe, dass euch unsere Stadt gefällt. Besucht doch mal den Hafen im Süden oder macht einen Ausflug nach Konos oder Srimalina. Moment, Srimalina, das klingt sehr Iskai. Ah, Srimalina ist ein schönes kleines Iskai-Dorf. Es liegt nördlich von Beloveno, auf der anderen Seite des Gebirges. Wie für die Einwohner von Konos spielt auch für die Iskai in Srimalina die Religion eine ganz wichtige Rolle. In der Nähe ihrer Stadt befindet sich ein Heiligtum, das sie regelmäßig aufsuchen. Außerdem gibt es eine Magiergilde. Sira, hast du das gehört? Eine Magiergilde. Schön. Das Rathaus. Der Rat tagt regelmäßig im Rathaus. Und manchmal, wenn wir einen besonders wichtigen Anlass gibt, dann laden wir die ganze Stadt in unseren großen Veranstaltungssaal ein. Aber das passiert nur, wenn es etwas wirklich Wichtiges ist. Foreshadowing. Wir haben hier eine ganze Menge an kleinen Zimmern, in denen wir über Probleme reden können und die auch für die unterschiedlichsten Zwecke gemietet werden können. Im Südflügel des Hauses ist der große Veranstaltungssaal, von dem ich euch erzählt habe, und ein Beratungszimmer im Nordflügel Im Nordflügel findet ihr Besprechungszimmer und im Mittelbau befinden sich Küche und Brotzimmer. Ihr dürft euch gerne umschauen. Könnt ihr mir was über den Rat erzählen? Ihr interessiert euch für den Rat? Ich will euch gerne etwas darüber erzählen. Und ich erzähle natürlich euch das alles. Der Rat der Gerechten besteht schon seit Generationen, wobei ich selbst erst seit 5 Jahren dabei bin. Es gibt 3 Ratsmitglieder. Das sind zurzeit Gard, Rico und meine Wenigkeit. Und dann gibt es noch den Ratsvorsitzenden Heras. Ich dachte, das wäre Heras. Er ist wirklich ein weiser und wohlgesonnener Vorsitzender und ich bin froh, dass er im Rat ist. Das kann ich leider nicht von allen behaupten. Manchmal frage ich mich ernsthaft, ob Gard und Rico ihre Aufgabe ernst nehmen oder ob es sie einfach nicht interessiert. Wir treffen oft Entscheidungen, die meiner Ansicht nach nicht im Interesse des Volkes stehen. Und eine ganz wesentliche Mitschuld daran liegt bei Gard und Rico. Ich rede nicht gern schlecht über andere Leute, aber manchmal ist es einfach wichtig, dass man die Wahrheit sagt. Vielleicht rede ich mir das Ganze auch nur ein. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich bin der Meinung, dass Gard und Rico mehr hinter ihren eigenen Interessen her sind, als dass sie sich für die Gemeinschaft einsetzen würden. Aber wie gesagt, ist natürlich nur meine subjektive Meinung. Sprecht mit anderen Leuten darüber, die sehen das vielleicht ganz anders. Wart ihr eigentlich schon in Kaunos? Sprecht doch mal mit Kontos, Darius und den anderen Einwohnern. Die kennen Gard und Rico nämlich auch, obwohl sie das manchmal leugnen. Kannst du mir was über dich selbst sagen? Nein. Und was kannst du mir über Kaunos sagen? Kaunos ist ein kleines Dörfchen, wo immer noch ein recht traditioneller Lebensstil herrscht. Der Weg nach Kaunos ist anstrengend und schwer zu beschreiben, denn Kaunos liegt auf den Plateaus des Gebirges. Versucht einfach Felswände zu finden, an denen große Schlingpflanzen wachsen. Mit ein wenig Übung kann man dort auf die Plateaus klettern. Kaunos liegt recht weit oben, aber wenn ihr gezielt sucht, werdet ihr es finden. Darauf trinke ich erstmal was. Wenn ihr noch nichts zu trinken bei euch stehen habt, dann würde ich sagen, besorgt euch jetzt schnell was. Wenn ihr was habt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einen Schluck zu nehmen. Von den vielen Reden wird mich der Hals trocken. Und ich trinke allgemein nicht genug. So. Peron, ihr hattet ein Heiligtum erwähnt. Was hat es mit diesem Heiligtum auf sich? Oh, das ist ein Gewölbe nahe des Dorfes Srimalina. Ich möchte euch raten, dort besser nicht hineinzugehen, denn es gibt ein Tabu, welches es Fremden verbietet, das Heiligtum und dessen nähere Umgebung zu betreten. Die Bewohner von Srimalina fühlen sich herausgefordert, wenn jemand dieses Tabu verletzt. Also ich glaube ja, dass wir am Ende in dieses Heiligtum reingehen müssen. Was für ein Tabu? Das Tabu bezieht sich auf das Heiligtum von Srimalina. Die Iskais in diesem Dorf nehmen es mit diesem aus alten Zeiten kommenden Tabu ziemlich ernst und fühlen sich angegriffen, wenn jemand dagegen verstößt. Kannst du mir was über den Hafen sagen? Der Hafen von Beloveno liegt im Süden. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, wenn ihr gen Süden geht. Manchmal sieht man schon von weitem die hohen Mastspitzen der vielen Schiffe, die dort ankern. Oh ja, das ist wirklich so. Wobei ich sagen muss, wir sind damals in Kroatien eher in kleinere Häfen gegangen. Und da hat man auch in Buchten, das heißt, man die Masten nicht weit gesehen, aber als wir zurück wieder in die Marina von Split gefahren sind, hat man schon von weitem die Masten der Schiffe gesehen.
Die meisten Schiffe transportieren Güter von und nach Beloveno. Personenschifffahrt gibt es eigentlich kaum noch. Wenn ihr euch nach einer Transportmöglichkeit umschaut, versucht besser auf dem Landweg weiterzukommen. Was wisst ihr über den Landweg? Ich meine den Weg über den Gebirgspass. Okay, Gebirgspass. Das ist richtig. Es gibt tatsächlich einen Pass über das Gebirge, der die Süd- und die Nordseite unseres Kontinents verbindet. Eigentlich ist das ein ganz schmaler Pfad, der teilweise kaum noch zu erkennen ist, weil er recht selten benutzt wird. Er geht an Kaunas vorbei und führt dann weiter südlich nach Srimalina. Ich bin selbst nie dort gewesen und kann euch deshalb auch keine detaillierten Informationen dazu geben. Okay, es gibt zwei Seiten. Was weißt du denn über die Südseite? Alles, was südlich des großen Gebirges liegt, bezeichnen wir als Südseite. Dazu gehört auch Beloveno und der Hafen. Wart ihr schon auf der Nordseite? Nein, was wisst ihr denn darüber? Das ist der Teil nördlich des großen Gebirges. Dort liegt Srimalina. Man kommt nur über den Gebirgspass dorthin. Ah, und ihr hattet von einer Gilde geredet. Ja, die nächste Magiergilde, die ist in Srimalina. Nun, Sierra, da müssen wir hin. Vielleicht lernst du da noch ein paar Sachen. So, dann schauen wir mal weiter. Ist noch ein Freund. Das ist jetzt aber Heras. Heras, ja. Heras. Wieso muss ich jetzt an Hellas denken? Willkommen in Beloveno. Mein Name ist Heras. Ich bin der Vorsitzende im Rat der Gerechten. Ich nehme an, ihr kommt vorbei, um euch als Besuch anzumelden. Gut, ich nehme das hiermit zur Kenntnis. Ich freue mich, dass ihr Beloveno besucht und wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Beloveno ist eine recht große Stadt. Und wenn ihr auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten seid, dann werdet ihr eine Menge finden. Es gibt einen Waffen- und Rüstungshändler, einen Lebensmittelladen, einen Gemischtwarenladen und wir haben eine Heilerin. Sie heißt übrigens Ramina. Und es gibt eine nette Taverne mit dem Namen Zum offenen Zapfhahn. Dort findet ihr auch eine Herberge, wenn ihr übernachten möchtet. Und natürlich solltet ihr mal den großen Hafen im Süden der Stadt besichtigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Natürlich bin ich manchmal sehr beschäftigt. Aber für einen kleinen Plausch sollte eigentlich immer Zeit sein. Oh, ich kann nachfällig scrollen. Oh, okay. Es gibt auch einige sehr interessante Dinge in der Umgebung. Da gibt es zunächst das große Gebirge, welches den Kontinent in eine Nord- und eine Südseite teilt. Das haben wir auch schon gehört. Auf diesem Gebirge gibt es ein kleines Dörfchen mit dem Namen Kaunos. Auf der Nordseite gibt es außerdem ein kleines Iskai-Dorf namens Srimalina. Dort in der Nähe befindet sich eine heilige Stätte. Allerdings sind in letzter Zeit Gerüchte in Umlauf, nachdem es an diesem Dorf immer mehr, an diesem Ort, immer mehr schreckliche Kreaturen gesichtet worden sind. Nun, ich wünsche euch noch alles Gute auf eurer Reise und kommt bald mal wieder vorbei. Und lasst euch nicht von den schrecklichen Kreaturen fressen. Da ist ja schon mal einiges hier. Also Beloveno, das ist natürlich nichts Besonderes. Und das Rathaus ist... Gerüchte? Was für Gerüchte? Naja, ich bin mir noch nicht sicher, ob da was dran ist, aber ich habe gehört, dass dort immer mehr schreckliche Wesen aus der Stadt kommen. Aus der Stätte, aus dem Heiligtum. Geht dort aber besser nicht hin. Es gibt ein Tabu, das es Menschen untersagt, diesen Ort zu betreten. Und außerdem ist es im Besitz der Iskai. Du hattest Fragen erwähnt. Nun, das hat ja nicht lange gedauert. Ich kann euch empfehlen, erstmal das nähere Umfeld zu erkunden. Bestimmt lernt ihr dabei viele interessante Leute kennen. Weißt du was über die Iskai? Nur, dass sie da drüben wohnen. Magiergilde. So, hier ist Srimalina. Das Heiligtum, das hatten wir auch schon mit dem Tabu. Und das Tabu. Und damit haben wir alles abgegraut. So. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt im Rathaus raus. Erstmal kommen wir hier rein. Hier in der Seite. Schade. Wäre zu schön. So, da ist wieder ein toter Iskai. Nein, das sieht... Also vom Dings her würde ich eher sagen, das ist ein totes Tier. Was lustig ist, weil die in Flammen aufgehen, wenn man sie tötet. So, dann einmal hier rum. Und wieder raus. So. Hier ist ein großer Platz mit Brunnen, zahlreichen Tischen, Behältern und Fässern. Vermutlich handelt es sich hierbei um eine Art von Marktplatz. Und eine Frau ansprechen. Wenn ihr etwas haben möchtet, dann redet mit den Leuten. Wieso kommt man hier zu etwas? Wenn ich gut reden kann, hat ich schlechte Karten.
Sprecht die Leute öfters an. Es zahlt sich aus, wenn man hartnäckig ist. Erst vor kurzem habe ich den kleinen Zierspringbrunnen meinem Nachbarn abgeschwatzt. Er braucht ihn schon seit Jahren nicht mehr, aber ich musste 5-mal nachfragen, bis er dann schließlich nachgegeben hat. Manche Leute sind einfach stur. Die meisten Leute hier sind so veranlagt. Und manche ändern auch ihre Meinung öfters, wenn sich die politische Lage in der Welt ändert. Also bleibt einfach an den Leuten dran und redet mit ihnen. Das sieht eigentlich nicht nach einem Marktplatz aus, sondern eher nach einer Markierung gesetzt. Sondern eher nach irgendeinem schönen Plätzchen zum Verweilen. So. Ihr seht irgendwie anders als die meisten Leute aus, die immer regelmäßig zu Mami kommen. Wer ist denn deine Mami? Bist du die Mami von dem Mädchen? Ich bin hier nur angestellt. Ich koche für die Kinder und halte die Wohnung sauber. Ich bin bestimmt die falsche Gesprächspartnerin für euch. Wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an Madame Caria. Okay. Eine Bedienstete. Das ist eine Geschäftsfrau, ist das? Habt ihr schon mit Onkel Kunak gesprochen? Er ist nicht immer da, aber wenn er da ist, herrscht im Haus immer so eine gruselige Atmosphäre. Er ist immer nett zu mir, aber ich habe manchmal Angst vor ihm. Onkel Kunak kann ganz tolle Sachen machen. Ich habe ihn schon einmal beobachtet, als er eine Tasse über den Tisch schweben ließ. Aber wenn ich ihn frage, führt er mir nie sowas vor. Das ist ja richtig gemein, dieser Onkel Kunak. Ich werde mal mit ihm reden. Entschuldigung? Ah, Skymardin. Caria grüßt euch. Ich habe eine wichtige Information für euch. Vielleicht könnt ihr der Stadt einen wichtigen Dienst erweisen. Seid ihr bereit zu helfen? Nanu? Okay, eine fremde Person, die einen wichtigen Dienst für uns hat. Was wisst ihr über Ja? Ja, wo fange ich da am besten an? Nun, ich arbeite ja im Freudenhaus und so habe ich schon mal ab und zu den einen oder anderen Kunden, der in unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielt. Viele von ihnen vertrauen mir dabei Informationen an, die ich teilweise gar nicht wissen möchte und die auch ganz sicher nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Indem ich solche Informationen weitergebe, bringe ich mich natürlich auch selbst in Gefahr. Die Sache, während der ich euch anspreche, ist mir allerdings so wichtig, dass ich dieses Risiko in Kauf nehme. Es geht konkret um Gato und Rico. Sie sind Mitglieder im Rat der Gerechten und sie regieren nicht für, sondern gegen unsere Gemeinschaft. Ihr eigenes Wohlergehen ist ihnen weit wichtiger. Und sie sind gierig und streben nach Macht und Reichtum. Ihr seid erfahren im Kampf, habe ich gehört. Ihr könntet sie absetzen oder töten. Die Stadt würde euch ganz bestimmt danken, glaubt mir. Stellt euch das halt ein wenig einfach vor, liebe Caria. Wir haben weder Beweise, dass alles stimmt, was ihr uns erzählt habt, noch können wir die Informationen als Beweise anführen, denn sie sind euch ja alle in den lustvollen Stunden anvertraut worden. Bestimmt seid ihr nicht bereit, die Identität der Informanten preiszugeben. Und das ist nur verständlich. Schließlich würdet ihr euch dafür durch in große Gefahr begeben. Ganz besonders dann, wenn das alles stimmt. Wir können auch nicht einfach gegen Gart und Rico vorgehen. Mit welchem Recht? Mit welcher Begründung? Wir können sie nicht einfach absetzen. Und töten scheint vorerst noch ganz aus. Es tut uns leid, dass wir euch keine verbindliche Hilfe zusagen können. Aber wir werden versuchen, mehr über die beiden rauszufinden. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht bin ich zu panisch, das ist möglich, aber nach all meiner Erfahrung weiß ich, dass diese kleinen Geheimnisse, die mir nachts anvertraut werden, fast immer Wahrheiten sind. Und dann haben wir wirklich allen Grund zur Besorgnis. Bitte, bleibt an der Sache dran und besucht mich wieder. Also Madame Caria ist, ich dachte erst, sie wäre irgendeine Adlige oder sowas, aber dann hat das ja eine ganz andere Bedeutung. Muss ich gestehen, das habe ich früher nicht kapiert mit dem Madame Caria. Ich habe das mit dem Freudenhaus kapiert, habe mich auch noch dran erinnert, wollte euch aber die Überraschung lassen. Nein, 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 sage ich ganz sicher nicht. Danke für das Gespräch. So, so. Und das ist der Onkel Kunak. Skymardin, ihr sprecht mit Kunak. Was möchtet ihr von mir? Ich werde nicht so gerne gestört, es sei denn, ihr möchtet mich in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Ja, ich hätte hier etwas, und zwar, die Kinder, die wollen unbedingt gezeigt bekommen, ja, also das ist ganz wichtig, es ist richtig fies, dass ihr den Kindern nicht zeigt, ja, wegen der Tasse und so. In welche Angelegenheit wünscht ihr mich zu sprechen? Könnt ihr uns wertvolle Informationen beschaffen? Ei, warum sollte ich?
Ihr seht aus wie ein Gelehrter der Magie. Gut beobachtet. Ich will es auch nicht verbergen. Ich bin wirklich ein Magier. Doch die Zeiten, als ich noch in meinem Beruf stand, sind vorbei. Gleichwohl sind meine magischen Fähigkeiten so gut wie nie zuvor. Warum interessiert ihr euch so sehr dafür? Jemanden mit Fähigkeiten wie diese habt, könnten wir gut gebrauchen. So, auf was für eine Reise befindet ihr euch denn? Nun, so erzählen Tom über die wichtigsten Stationen der bisherigen Reise und der zukünftigen Ziele. Ein reizvoller Gedanke, dieses Mutterschiff einmal besichtigen zu können. Ich würde mich eurer Gesellschaft anschließen. Zumindest für eine bestimmte Zeit, wenn ihr möchtet, dass ich mit euch komme. Aber dafür wollen wir uns noch ein bisschen über euch erfahren. Oh, ihr müsst nicht unbedingt alles über mich wissen. Ich bin hier aufgewachsen und war eine ganze Zeit lang bei den Kenget Kamulos. Aus dieser Zeit kommen auch meine magischen Fähigkeiten. Seit langem lebe ich aber hier mein eigenes Leben und kann tun und lassen, was ich will. Ich würde euch natürlich mit der Magie helfen, wenn ich mitkomme. Ja, gute Idee. Noch ein Magier? Passt. So, der ist Level 8. Und was kann er denn an Magie? Feuerball, Blitzschlag, Feuerregen, Blitzstrahl. Das ist schon mal nicht schlecht. Und er kann jemand anderem den Feuerball lehren. Das klingt doch nach Meltas. Dieser Spruch ist schon bekannt. Ich glaube, das ist ein Bug, weil das ist der kleine Feuerball. Und eigentlich müsste Meltas auch Licht können. Das kann echt sein, dass das einfach geht. Die Gruppe kennt den schon. Eigentlich müsste er ihn aber trotzdem lernen können. Okay. Ich würde sagen, ich jetzt mit unserem neuen Mitglied mache ich jetzt erstmal Schluss mit dieser Aufnahme und wir sehen uns nächste Woche. Und ich gucke mal, warum hier der Raum nicht warm wird. Irgendwas muss mit der Heizung sein. Also, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao, miau.